Ihr seid soweit. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Ich grüße euch ganz recht herzlich. Morgen. Guten Morgen. Mann, war das ein geiles Spiel. Also das war wirklich von vorn bis hinten ein ganz, ganz toller Heimsieg vom TSV Dasing gegen BC Rinnenthal. Wir fangen gleich mal an mit dem Spiel, das ich gestern als Stadionsprecher mal aushilfsweise gemacht habe. Kreisliga Augsburg-Ost, das war halt das Derby, das Grätschen-Derby, 8 Kilometer entfernt der BC Rinnenthal. Ja, war souverän, habe Glück gebracht. Ich habe beim 1:0 habe ich dann irgendwie bin ich eingeschlafen, also nicht jetzt, weil ich habe einfach die Live-Übertragung nicht gefunden, weil der Song kam es nicht, bei Sky kam es auch nicht. Das kam bei Dasing TV. Wie ging es denn aus? 2-1 gewonnen. Sehr gut. Sensationelles Spiel. Kreisliga, es erdet einen. Ich muss es sagen, ich habe lange kein Fußballspiel mehr in dieser Klasse angeschaut. Es erdet einen wirklich, man muss da wirklich runterkommen. Man darf also auf dem Platz, ja, nach dem Spiel, man kriegt sofort eine halbe in die Hand gedrückt. Die Hand, das war jetzt kein Witz. Abpfiff, Sieg. 2 Sekunden später standen da 3 Gorsmas für die Mannschaft, die haben gefeiert und gesungen. Und das fand ich eigentlich schon sehr, ja, witzig ist das falsche Wort, sehr interessant, weil es ist halt so im Amateurbereich. Ja, wie kam es denn dazu, Rolf? Ja, du, das war einfach Spaß. Die haben eine neue Social Media Abteilung, haben Instagram-Account aufgemacht und hatten im Januar mal zum Spaß gepostet, wenn Sascha Mölders jetzt endlich zu uns kommt in die Mannschaft, dann sollte Rolf Stürmann als Stadionsprecher fungieren. Und dann habe ich einfach geschrieben, ja, ich würde es machen, wenn Sascha da ist, okay, machen wir das. Er kam natürlich nicht, ist ja logisch. Und ich habe dann aber trotzdem gesagt, ich mach's. Und jetzt haben wir gewartet, bis es wieder geht mit Zuschauern und so weiter und so fort. Und dann war das Spiel gestern und haben sie mich gefragt, ob ich es machen will. Muss man aber auch verstehen, dass er nicht kam, weil er hatte zeitgleich einen Elfmeter zu verschießen in Halle. Ja, hat er verschossen. Ja, ich bin da gerade mit dem Zug an Halle vorbeigefahren und habe ich schon den Jubel gehört von den Hallenser-Fans. Mhm. Und also ist schon eine gute Entschuldigung, finde ich, für ihn. So, und dann noch sei gesagt, dass ich vom ganzen Fußballwochenende 0 mitbekommen habe. Ich habe nur FCA-Live-Ticker gesehen zum Schluss, dass es 0-0 ausgeht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe ja kein Sky-Abo mehr. Und ich muss es heute euch überlassen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Torhüter sich gegenseitig duelliert haben. Auf der einen Seite Andi Lute, bei uns der Rafa Gigiewicz. Und das war wohl sehr, sehr großartig, was die so abgeliefert haben. Und den Rest müsst ihr jetzt erzählen. Also ich kann dazu sagen, dass ich es deswegen doppelt gesehen habe, dass also wir insgesamt dann das 3-mal gesehen haben. Okay. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich schon mehr dazu beitragen konnte zu den Spielen als jetzt zu dem. Deswegen bleibt es halt wie immer an dir hängen, Tom. Wie hast du es denn verbracht? Naja, also ich habe es kommentierend verbracht. Ja. Und aber an dieser Stelle, also ich muss nochmal ganz kurz einhaken zum TSV Dasing. Bitte? Mich wundert, dass da Gorsmas serviert wurde, weil normalerweise ist der TSV Dasing in meiner Erinnerung, aus meiner Jugend, als ich beim BC Rinnenthal selbst gespielt habe, ein Kandidat für Schneemas. Es gab die legendären Schneemas-Partys auf der Dasinger Höhe, Dornkartschorle mit verrührtem Vanilleeis, ein herrliches Getränk. Und Maxi, wieso schaust du heute eigentlich aus wie so ein chinesischer Faltenhund? Du schaust ein bisschen verschlafen aus. Also, war es so hart in Berlin? Ja. Also mir ist auf jeden Fall mal kurz vor Berlin der Lader ist mal die Kupplung geplatzt. Das hat zur Folge, dass ich heute früh mich auf den Roller schwingen musste und immer wenn ich dann mit geschätzten 145 auf dem Roller sitze und dann hierher fahre, die 460 Meter, dann fliegt mir irgendwas ins Auge. Diesmal war es, wie sagt man, Habergeus. Habergeus. Und der hat so viele Beine und jetzt geht dann gleich das letzte Bein, kommt dann auch noch raus und dann machen auch meine Augen wieder auf, hoffe ich. Alles klar. Also, so dann zum Sportlichen, Spiel. Oder? Ja. Okay, also. Pause? Nee, also stimmt schon. Waren tatsächlich zwei gute Torhüterleistungen. Ja. Ich hatte ein bisschen Sorge in der ersten Viertelstunde, dass der Torwart des FC Augsburg vielleicht seine Unkonzentriertheiten der letzten Wochen nicht ganz ablegen hat können, hat sich dann aber reingearbeitet in dieses Spiel, würde ich sagen. Nach zwei unterlaufenden Flanken, soweit ich das gesehen habe. Aber dann war er schon auch souverän. Ja. Genau, und dann war es richtig gut. So, dann war die Torhüterleistung richtig gut und man muss auch Anni Lute ein großes Kompliment machen.
den Ball, den er da gegen Sergio Córdova in der 66. Minute pariert aus 5 Metern. Das ist schon gut, das ist schon gut. Klar, ich meine, da musst du auch, den musst auch angeschossen werden an dem Punkt. Das ist natürlich auch schlechtes Stürmerspiel. Aber klar, trotzdem muss da erstmal die linke Pranke hoch. Mhm. Und ansonsten sehr, sehr viele gute Aktionen. Ich glaube, über den Schuss von Jago in der 31. Minute, als er den Schlenzer versucht, so mit dem etwas schwächeren rechten Fuß, dann aus 16 Metern halblinke Position will er den da oben rechts in den Knick hängen. So über so einen Ball freust du dich als Torwart einfach wahnsinnig, weil das ist der, da greifst du über, das ist genau der, den du im Training 15 Mal übst. So, da kommt für die Galerie, viel, oder? Ja, das ist wirklich ein für die Galerie. Das ist wirklich ein wunderschöner Ball, den du einfach einmal im Spiel haben willst, um dich abfeiern zu lassen vor den eigenen Fans. Ja, hat es denn irgendwelche Spielverbesserungen gegeben? Das war ja die große Forderung der FCA-Fans. Jetzt müssen wir aber auch mal was zeigen, was nach vorne. Ja, also man muss schon sagen, eben nach den zwei Unkonzentriertheiten, aber nicht nur bei Gicki, sondern auch bei den in der Innenverteidigung, stand Gumni einmal sehr, sehr schlecht. Wo dann der Berliner Spieler Gieselmann heißt der, glaube ich, der übrigens 2 oder 3 Chancen vergeben hat, der hat dann auch noch an die Innenseite des Pfostens geschossen, ihm auf die Füße auch schießt, also da hatte er auch Glück, so in der Gegenlaufrichtung. Und da habe ich mir dann schon gedacht, sieht nicht gut aus, weil wir hatten ja, also ich habe jetzt beide Auswärtsspiele gesehen und habe insgesamt bei beiden Auswärtsspielen 0 Tore gesehen. Aber man sagt ja normalerweise immer bei einem Spiel, das 0-0 ausgeht mit so vielen Torchancen, das ist ein 0-0 der besseren Sorte, aber das wird dem nicht gerecht, finde ich. Wie sagt man denn nach so einem Spiel? Der viel besseren Sorte? Ja, der besten Sorte eigentlich. Ja. War viel hin und her. Also beide Mannschaften mit der Ambition, nach vorne Druck zu entwickeln, und aus dem Spiel heraus hat es teilweise ganz gut funktioniert. Die besten Chancen gab es aber halt immer wieder nach Standardsituationen auch. Okay. Also das waren schon die Hochkaräter am Ende. Spielerisch muss man schon mit einpreisen, dass Markus Weinzierl es extrem schwer hatte in dieser Partie. Also als ich mir die Pressekonferenz am Donnerstag mit ihm gemeinsam gegeben habe und er bei der dritten Frage, normalerweise wird die Frage nach dem Personal als erstes gestellt, aber diesmal war es irgendwie die dritte Frage. Ja. Und dann kommt der absolute Knaller und er sagt so, ja, also im Prinzip haben wir keinen Innenverteidiger. Also wüsste jetzt nicht, wer spielen soll. Scheiße, so, weil Jeff immer noch verletzt war, und jetzt kann man sehr hoffen, dass nach den 90 Minuten Vollbelastung, die er dahinter sich hat, jetzt die Adduktoren-Thematik nicht wieder aufflammt, weil kein Mannschaftstraining eigentlich gehabt, den hat er mehr oder weniger kalt reingeworfen. Hoffen mal, dass es gut gegangen ist und dass da nichts weiter entsteht. Reece Oxford, das ist natürlich eine stabile Größe mittlerweile. Also weiß eigentlich Weinzierl, dass wir auch mit Winter noch einen Innenverteidiger im Kader haben? Ja, das weiß er schon, aber Fredrik Winter sei angeblich mit Fieber angereist von der Nationalmannschaft und hatte keine Chance zu trainieren und auch nicht zu spielen. So, dann scheint Felix Udokai ein bisschen Probleme zu haben. Also, und dann spielst du am Ende halt das, was du gegen Frankfurt auch gespielt hast, eine massive Fünferkette, eine Dreierkette offensiv, eine Fünferkette defensiv und zwei vorne. Das kann man, glaube ich, mal allen, die es mit der Taktik nicht so haben, kann man das sagen, sobald du in der Aufstellung, in der Starting Elf, 11 des FCA, sobald du Gumni und auch den Kollegen Framberger siehst, dann ist es genauso, wie Tom eben sagt. Ja. Wobei dann Framberger etwas offensiver war wahrscheinlich, oder? Ja, also so Framberger hat die Außenbahn stärker beackert, als es Gumni gemacht hat. Gumni da eher ein bisschen zentraler agiert. Und ja, so eine Dreier-Fünfer-Kette, die gibt dir defensiv immer erstmal eine Stabilität. Offensiv musst du halt gucken, dass du die zwei, die du außen eigentlich als Außenverteidiger die Linie entlang auch schicken kannst, dass du die ein bisschen in die Show kriegst. Das hat mit Jago und mit Framberger teilweise ganz gut funktioniert, bei Jago noch ein bisschen mehr, einfach deshalb, weil er auch der deutlich offensiv stärkere Spieler ist als Raphael Framberger. Und Frami war dazu da, das zu verhindern, was ich, glaube ich, vor 2 Wochen erzählt habe, ne? dass Union so massiv über die Flügel kommt und dass dann die Boxbesetzung so gut ist, also dass sie dann immer mit 2, 3, 4 Leuten im Strafraum sind. Das zu verhindern war die Aufgabe von
von Frammi und natürlich auch von Jago. Und ja, im Mittelfeld war es ein Hauen und Stechen, würde ich sagen. Es war schon sehr viel, auch Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn. Das ist aber halt wichtig, dass du dann in diesen Gegenpressing-Situationen drin bleibst. Das hat der FCA jetzt gut gemacht, hat sich nicht den Schneid abkaufen lassen, war in den Zweikämpfen präsenter, hatte eine deutlich bessere Passquote. So, und spielerisch nach vorne auf Flo Niederlechner läuft jetzt im Moment halt einfach wirklich ganz, ganz wenig. Also die Abschlüsse für Flo Niederlechner bleiben sehr spärlich und mau und er muss sich aus Halbchancen Tore erarbeiten, was nun mal relativ schwierig ist. Und das war es spielerisch. Ja, und dann, hat ja dann später, hat man dann ja gesehen, wo dann in der 66. Minute, glaube ich, dann ein Doppelwechsel stattfindet eben. Ja. Und dann Andy Zekiri, ich habe jemanden gelesen, der hat sich bei Facebook aufgeregt, dass wir nochmal einen Stürmer haben, dessen Namen man nicht aussprechen kann. Und als wenn das wichtig wäre. Dann hat eine Dame geschrieben, das ist wie bei Müller oder Meier, wenn du die Buchstaben nacheinander anreißt und den Namen einfach sagst, dann ist er auch schon ausgesprochen. Ja. Andy Zekiri, oder will uns der Kollege vielleicht was anderes damit sagen? Sagen. Ja. Der hat zusammen dann mit wem wäre es mit ihm zusammen eingewechselt worden? Sergio Córdova nach einer langen Verletzten- und Urlaubspause. Die zwei haben richtig Wind gemacht und dann hast du mal gesehen, dass auch mit zwei da vorne echt Abschlüsse gemacht werden können. Und jetzt hatte zum Beispiel Sekiri hatte eine Chance, wo er dann mit relativ schwach mit dem linken Fuß abschließt, aber ansonsten, also er hat immerhin abgeschlossen. Ja. Ansonsten hast du bei jedem Ball, den er gespielt hat, von den vielleicht 8, 9 Bällen, die er bekommen hat, gesehen, dass das schon eine Option, also eine ernstzunehmende Option ist. Also der kann richtig gut kicken, der kann mit dem Kopf was, mit beiden Beinen scheinbar. Und ich hatte da ein ganz gutes Gefühl mit ihm, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet, wenn ein Spieler kommt, der 9 Einwechslungen in der Premier League hat. Aber du siehst schon, also du hast bei beiden gesehen, dass sie unglaublich Bock haben und die haben echt Alarm gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Konkurrenzkampf eröffnet da vorne. Würde ich schon sagen. Schon, ne? Ja, muss auch ja wichtig. Muss ja auch wichtig. Ja. Wir brauchen Tore. Das bei aller Wertschätzung und bei aller Sympathie für Flo Niederlechner, den ich als Typen wirklich fantastisch finde. Aber er geht halt einfach durch ein Formtal, das in seiner, im Spätherbst seiner Karriere, so viel, glaube ich, kann man schon mal sagen. Oder im Herbst seiner Karriere, vielleicht nicht Spätherbst, im Herbst seiner Karriere, natürlich ein bisschen mehr Auswirkung hat, als wenn du das mit 23, 24, 25 hast. Ne? Weil dann denkst du mehr nach, dann kommen natürlich auch die Jungen von hinten und schließen im Training ab und zeigen, hey, falls du mich brauchst, Coach, wäre ich dann schon da. Und genauso muss es sein im Profigeschäft und das wird auch Flo Niederlechner maximal sportlich nehmen, nämlich als die Aufgabe, die er halt im internen Konkurrenzkampf anzunehmen hat. Und deshalb bin ich da an sich in der Offensive jetzt erstmal positiv gestimmt, ja, was bei null Toren auswärts oder nein, aber, Tor, aber Tom, es ist natürlich schon so, dass wir in den ersten drei Bundesligaspielen nach vorne nicht konkurrenzfähig waren. Wir hatten in der Zeit, insgesamt 3 Torschüsse. Und da war das jetzt dagegen, war es zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl habe, wir haben in der Bundesliga einen offensiv konkurrenzfähigen Kader. Ja. Und auch in der Defensive war das der Fall nach anfänglichen Schwierigkeiten. Ich sehe natürlich immer noch, also meine Innenverteidigung sind Udokai und Oxford im Moment am stabilsten. Ich hatte auch ein bisschen so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, ich grüße da mal ganz schön meinen frisch gebackenen Vater Michi Herbst, der in Berlin sitzt, großer FCA-Fan ist, stammt aus Augsburg, der gesagt hat, er hat so das Gefühl, als würde zwischen Gikiewicz und Raul Leo die Chemie nicht so richtig stimmen, weil die sich gegenseitig tatsächlich angemault haben in einer Tour, dass man schon sie auf der Hochzeit in die zwei verschiedenen Ecken des Saals gesetzt hätte. Ist ja gut, wenn was passiert. Aber wie gesagt, meine Innenverteidigung, wenn sie denn alle fit sind, wäre tatsächlich die ich eben genannt habe mit den zwei jungen Kerls. Bedeutet Kapitän raus, ne? Ja, ich meine, die Binde kannst du ja irgendwie jedem umhängen. Es tut sich ja als kein Spieler bei uns so richtig hervor, dass er eben diese, wenn er die Binde hat, dass er da eben extrem extrovertiert ist. Das ist aber auch nicht wichtig. Ich meine, Raul Leo ist ein guter Spieler, er hat uns auch Stabilität verliehen und es war extrem wichtig, dass er da war, aber da haben es die zwei anderen, haben es in Frankfurt auch sehr gut gemacht und deutlich weniger Torchancen zugelassen. Jetzt ist es so, dass wir zufrieden sind mit dem Punkt, ja. Schon.
Ja, muss so sein, weil die erste Halbzeit ging meiner Meinung nach klar nach Punkten an Berlin. Die zweite ging klar an uns und das war so ein Spiel, das eigentlich auch tatsächlich 3-3 hätte ausgehen können. Und es war aber trotzdem auch für beide Mannschaften absolut im Bereich des Möglichen, das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben gesehen bei dem Spieler von Union Berlin im Sturm, dessen Namen wahrscheinlich nur du aussprechen kannst. Taiwo Awoniyi. Der ja auch woher kommt, also der kommt ja nicht von Hertha Zehlendorf, sondern den haben sie, glaube ich, aus Liverpool geholt. Ja. Insofern weiß man schon, was da für Qualität drin ist. Bei dem hast du gesehen, wie gut er ist, aber er kam halt letztendlich dann auch nicht zu den Abschlüssen, die zählbar gewesen wären. Kruse hatte einen extrem schwachen Tag, finde ich. Also der war scheinbar beim Pokerturnier am Vorabend, aber von dem hätte natürlich mehr kommen können. Khedira übrigens hat, finde ich, ein solides Spiel gemacht. Der hat sich auch gewehrt, hatte dann auch Gelb. Ich habe immer gedacht, naja, vielleicht geht er mit Gelb-Rot vom Platz. Die Union Berlin-Fans sagen übrigens zu dem Torwart des FC Augsburg, sagen sie nur der Torhüter. Also sie sprechen den Namen nicht mehr aus, weil so der Publikumsliebling nach seinem Abgang nach Augsburg ist er scheinbar auch nicht mehr. Ja, auch nicht mehr. Und ich sag's dann mal aus der umgekehrten Sicht, der Torhüter von Union Berlin, der hat echt ein Bombenspiel gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und insofern war dann letztendlich war das unentschieden. Um die Frage zu beantworten, in aller Kürze. Also sie sind ja auch seit langer Zeit ungeschlagen zu Hause. Ne? Also, wer hat es denn geschafft, das letzte Mal Union zu schlagen? Wir. Ja, und das ist aber schon lang her. Eine gefühlte Ewigkeit her, war ich noch in der Grundschule. Das ist ein Jahr her. Das ist ein Jahr her, ne? Das war so das zweite Spiel oder das erste? Erste Saison. Letztes Jahr. Das war das erste. Also so lang ist das schon her? Das erste Spiel der Rückrunde. Erstes Spiel der fantastischen Corona-Saison. Ja. Das war das letzte Mal, das Stadion Fans ins Stadion durften, 2020. Okay. Genau. Das war Wahnsinn. Und wir haben dann zu Hause auch gewonnen, das erste Spiel in der Rückrunde. Ja, genau. Ja, da fehlt einem dann schon irgendwann ein bisschen auch die Erinnerung. Sollen wir denn schon aufs nächste Spiel gucken? Ja, sicher. Weil Gladbach hat ja auch nicht so großartigen Start hingelegt. Jetzt haben sie gestern gewonnen, 3-1, und kommen am Samstag zu uns. Ja, gegen Bielefeld haben sie gestern, glaube ich, gewonnen, genau, oder? Genau, nach einem zwischenzeitlichen 1-1 haben sie dann mit einem Doppelschlag im Herbst der zweiten Halbzeit, also gegen hinten raus, eher das Tor, das dann klar gemacht. Aber wenn du natürlich auch den Kader siehst von Gladbach, dann orientieren sie sich natürlich dann irgendwann schon ein bisschen weiter nach vorne. Ich ärgere mich ein bisschen, dass sie gegen Bochum gegen Bielefeld nicht unentschieden gespielt hätten, dann wären sie mit weniger Selbstbewusstsein angereist. Aber gegen Borussia Mönchengladbach kann bei uns in der WWK Arena immer alles passieren. Stimmt. Und wenn man die Einsatzfreude und den Mut aus Berlin mitnimmt, dann können wir das Spiel natürlich auch gewinnen. Und sollten wir auch, denn wir sind stabil auf Tabellenplatz 17, haben 2 Punkte, 1 Tor geschossen bis jetzt, da muss ein bisschen was noch kommen. Ja, die Tore. Ja, klar. Die Tore sind's. Klar, du kannst ja nie ein Spiel gewinnen, wenn du keine Tore schießt. Ja, ich meine, wir sind natürlich immer wieder, kommen wir da raus, wo Markus Weinzierl ja auch immer wieder mal den Fokus hinlegt, wenn es so um Einschätzung von Leistung geht. Und das ist natürlich die etwas holprige Vorbereitung, die der FC Augsburg hinter sich hat. Das ist natürlich schwer, sich da einzuspielen, wenn, sagen wir, deine zentrale Innenverteidigung weite Teile nicht komplett ist, also weil Udokai halt Olympia gespielt hat, weil sich dann Jeff in der Endphase der Vorbereitung verletzt hat. Dann Niklas Dorsch, auch eine Vorbereitung gehabt, die zwar okay war, aber jetzt auch nicht grandios. Und insgesamt merkt man einfach, dass diese Mannschaft Zeit braucht. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist, du hast sie nicht. Also du hast halt in dieser Bundesliga hast du keine Zeit. Hat Weinzierl auch gesagt, er bittet um Geduld. Ist schwierig. Ja, also würde ich auch. Ja. Also, was soll er sagen? Verstehe ich auch. Also ich sage auch nicht, dass das Gelaber ist und dass er quasi Druck wegnehmen will. Gar nicht. Also ich finde, er baut auch in den Pressekonferenzen, er weiß auch ganz genau, wir brauchen Punkte. Und da muss was passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, hey, lass uns mal machen und das ist doch alles entspannt, sondern der weiß natürlich um die Situation und der kennt auch die Konkurrenz. Also wenn man sich jetzt anguckt, mit wem der FC Augsburg da unten drin steht, dann ist es im Moment noch Greuther Fürth. Die werden meiner Meinung nach da auch ziemlich sicher unten bleiben, weil einfach die Qualität viel zu gering ist für die Liga. So, und dann sind wir aber mit Hertha, Frankfurt, Arminia Bielefeld, Bochum. So, Hertha und Frankfurt, die wollen sich sicherlich weiter nach oben orientieren. Bei Hertha glaube ich weiterhin, dass die Truppe noch nicht so stabil ist, dass
die zwingend den Sprung da unten raus schaffen können. Aber also ich sehe halt jetzt in der Substanz und in der Spielanlage jetzt nicht so wahnsinnig viele Mannschaften, die der FC Augsburg in dieser Verfassung und in dieser Phase der Saison jetzt gerade schlagen kann. Also bedeutet, nächste Woche gegen Gladbach zu Hause einen massiven Fight abliefern und einfach mit den eigenen Fans im Rücken irgendwie versuchen, Tore zu erzielen und sich mal in so eine offensive Freude reinzuspielen, um für sich zu checken, hey, wir können Offensivfußball spielen und wir wollen auch das zu Hause machen und wir sind im 11. Jahr Bundesliga und auch zu Hause gibt's also wenn wir zu Hause spielen, dann gibt es für die andere Mannschaft erstmal auf die Hölzer und zweitens insgesamt kein Land und keine Sonne, was im Mittelfeld abgeht und nach vorne versuchen wir unsere Nadelstiche zu setzen und wollen Abschlüsse kreieren, wollen Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Und ich glaube, wenn du Abschlüsse hast, und das hat man gegen Union Berlin jetzt gesehen, Dann ja, muss halt noch reingehen. Musst du trotzdem ein Tor machen, das ist auch klar. Da muss er natürlich aus 5 Minuten mal das Ding. Du brauchst aber dann natürlich auch mal dieses Momentum, dass er zum Ball halt reinfällt. Und das wird auch passieren, wenn man so Fußball spielt. Der Knoten muss platzen, sozusagen. Es geht alles über Engagement und es geht alles über Überzeugung. Und die Überzeugung, die musst du dir unter der Woche im Training holen und dann musst du es aber auf dem Platz halt auch von der ersten Minute an leben. Und wenn man jetzt die ersten beiden Heimspiele sich angeguckt hat, dann war genau das nicht der Fall. Dann waren die ersten Minuten einfach zwar mutig und voll nach vorne, aber halt auch sehr, sehr fahrig und sehr, sehr unkonzentriert. Und daraus resultiert dann ja gegen Leverkusen dieses schlimme Eigentor. So, all das sollte dann jetzt mal durch sein. Also so, all diese negativen Sachen, die sollten jetzt mal abgehakt sein. So, und dann hoffen wir, dass der 5. Spieltag, dass am 5. Spieltag dann der erste Sieg rausspringt gegen eine Mannschaft, die schlagbar ist. Also Gladbach ist noch nicht in der Verfassung, dass die dich jetzt herspielen, glaube ich. Ich glaube auch, dass wir da was machen können. Bin mir sicher. Also ich freue mich richtig drauf und ich kann auch nur den Leuten zurufen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, ins Stadion zu gehen. Es ist überhaupt kein Ding, wenn man sich vorbereitet, wenn man geimpft ist, ist sowieso kein Problem, wenn man genesen ist auch nicht und wenn man getestet ist, mein Gott, muss man sich halt vorher testen lassen, nimmt den Ausweis mit und seine Karte, die man ja online bestellen kann, es ist kein Hexenwerk, kommt ins Stadion, die Mannschaft braucht euch und es ist auch echt überhaupt kein Problem. Alles easy. Aus irgendeiner Sicht, ich kann nur für einen Heimspielbesuch werben, denn es gibt ja noch ein paar Spieler bei uns im Kader, die kennen kein normales FCA-Heimspiel und umso schneller die merken, dass das hier ein Verein ist, wo die Fans dahinter stehen und das tun ja auch die meisten, dann wird alles gut und wie gesagt, das was du erzählt hast, Tom, das stimmt komplett, man muss sich das abholen, dieses Selbstbewusstsein und da war das Spiel gegen Union nicht ganz verkehrt, weil man eben gesehen hat, man kann gegen eine Mannschaft, die ja jetzt seit über einem Jahr im oberen Tabellendrittel mitmischt und auch völlig zu Recht, kann man mithalten und die kann man unter Druck setzen und glaubt's mir, wir haben auch in der zweiten Halbzeit mit unserer Performance, also was die Mannschaft angeht, der Tribüne in der Alten Försterei den Schneid abgekauft, weil da war es nämlich mucksmäuschenstill. Die haben nämlich sich verwundert die Augen gerieben und haben gesagt, oh, die können ja tatsächlich auch kicken und das war echt ein Spiel, für das man sich nicht schämen muss und das liest du ja dann auch danach an den Reaktionen von den Leuten, dass die Leute damit zufrieden sind, auch wenn es dann am Ende vielleicht nur ein Punkt ist, aber man haut rein, man spielt nach vorne, man versucht die schlimme letzte Saison immer mehr in Vergessenheit geraten zu lassen und da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Vielleicht jetzt nach Abschluss des ganzen Sportlichen nochmal ein bisschen was, wie war es denn in Berlin? Außer, dass du dein Auto kaputt vorgefunden hast. Ja, das war ein Social-Media-Gag. Mir ist also tatsächlich am Tag vorher, wo ich den Pfeffi geholt habe in der 10-Liter-Kanne, ist mir direkt vor der Reisinger Straße bei den Gebrüder Elbert oder bei der Mate Group, ist mir offensichtlich der Zylinder der Kupplung geplatzt. Ach, komm. In der Baustelle und dann war ich heulend vor meinem Auto gesessen, habe erstmal vorne das Ersatzrad raus, weil ich keinen Gang mehr reingekriegt habe und ich wollte einfach mal reinschauen, was natürlich völlig lächerlich ist, wenn ich in den Motor reinschaue. Aber also Lada hat einen Motor. Hat er vorne irgendwie, dann habe ich gemerkt, die Koffer, die Motorhaube geht nicht so auf wie normale Motorhauben, sondern andersrum. Das war ein bisschen peinlich. Also die Bauarbeiter haben sich schlapp gelacht, gerade die russischstämmigen. Und dann habe ich heulend meinen Automechaniker angerufen. Viele Grüße an Francesco Dodaro. Dann hat er gesagt, jetzt hör zum Weinen auf, wisch dir die Tränen weg, mach den Motor aus, leg den zweiten Gang ein. Dann geht's nämlich, wenn der Motor aus ist. Vorher geht's nicht.
nicht, wie ich gehört habe, am Geräusch, wo ich ihn reinwürgen wollte. Und bin dann im zweiten Gang von Göggingen in die, hinter die Rockfabrik gefahren. Du musst halt dann, die Polizei hört es nicht, du musst halt dann immer die, das Auto abwürgen, wieder an der Ampel und dann wieder ausmachen, anmachen. Es ging, ich möchte nicht zu sehr, ist ja kein Automobil-Podcast, ich möchte nicht zu sehr damit langweilen, aber wir sind dann mit dem Zug, mit dem ICE nach Berlin gefahren. Auch das ist eine Katastrophe. Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich drin sitze. Offensichtlich eine Baustelle auf der schnellsten Route, die ja in 4,5 Stunden zu bewältigen ist. Dauert im Moment gute 6. Platzreservierung klappt natürlich nicht, weil immer noch jeder zweite Zug ausfällt. Auf der Rückfahrt genau das Gleiche. Aber letztendlich sind wir sowohl hin als auch wieder zurückgekommen gestern. Dazwischen lagen einige Erdbeer-Daiquiris, soweit ich noch weiß. Ja. Und unterhaltsames Gewäsch meinerseits. Ich hoffe, das sehen die anderen aus meiner Reisegruppe auch so. Mhm. Und ein paar Weinschorle und alles war gut. Ein sehr interessanter Podcast. Ja, wirklich. Also ich habe nichts mitbekommen vom Spiel. Echt, das ist, passiert mir selten. Und ich hatte keine Zeit, das ganze Wochenende bis heute irgendwie Rückblick anzuschauen. Ja klar, weil du dir 4 Gosmas beim TSV Dasing reinstellen musstest. Ja, natürlich. Ja, ich war gestern echt fertig. Was mir da echt fehlt, was das angeht, das ist, dass es bei The Zone nicht mehr möglich ist, das Spiel in aller Kürze, wenn es nicht ein Live-Spiel von The Zone ist, in 3 oder 4 Minuten schnell anzuschauen. Gibt es nicht mehr? Das gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch die, also für die nicht von The Zone gezeigten Spiele, gibt es nur noch eine Zusammenfassung aller Spiele und das dauert halt dann ein bisschen länger. Und das war meine Top-Vorbereitung auf den Podcast bis dahin. Deswegen kam ich immer so fachmännisch und expertuös an das Ohr der Leute. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen Da darf ich verändert. Dir aber was empfehlen. Ja, sehr gerne. Und zwar gibt es das mittlerweile bei YouTube. Ist das so? Ja, das ist folgendermaßen. Die Rechte werden ja immer wieder neu verteilt. Ne? Okay. Und The Zone hatte die Rechte für die Zusammenfassung, also für die Einzelspielzusammenfassungen. Ja, wo muss ich denn da schauen? Und ich glaube, es ist bei Sportschau. Bei Sportschau. Und, zeigen, und die Sportschau hat, soweit ich weiß, sich die Online-Zweitverwertungsrechte gesichert. Und da gibt es dann immer die Zusammenfassungen frei verfügbar. Schön, also über ZDF. Nee, naja, nicht über ZDF, also du hast nicht zugehört. Ja, aber das ZDF hat die Rechte, das mag ich. Nee, also die Sportschau hat die Rechte. Aber du hast nicht zugehört. Das macht ja nichts. Habt ihr nicht Sportstudio gesagt? Nein, die haben Sportschau gesagt. Und Sportschau ist auch nicht ZDF, oder? Nein, nee, Sportschau ist die ARD. Man hat das schon vergessen. Das Erste, wie man neuerdings sagt. Und, aber im ZDF gibt es natürlich das Sportstudio, fachkundig moderiert von Katrin Müller-Hohenstein. Das war am Samstag auch echt beeindruckend, was da insgesamt in der Liga passiert ist, weil habt ihr wenigstens Dortmund-Leverkusen gesehen? Natürlich Leverkusen-Dortmund. Ihr habt echt, oh Gott. Ich weiß, dass das 3-4 ausgegangen ist. Ihr habt einen schönen Montag vor euch. Das ist doch wunderbar. Ja, ihr habt noch ein paar Zusammenfassungen, die echt Spaß machen. Und das Spiel, das muss man sich echt nochmal in der Zusammenfassung angucken. 7:08 auf YouTube verfügbar. Der Titel heißt Wildes Wettschießen im Westen. Oh, da hat sich aber wieder einer reingehängt. Wie heißt denn eigentlich der Titel bei uns? Der heißt, der heißt einfach nur Bundesliga-Highlights. Ja. Nee, ich meine jetzt unser von Titel. Podcast, da hat sich wohl niemand nicht so reingehängt. Ja, was sollen wir denn machen? Habt ihr einen Vorschlag? Also es muss auf jeden Fall das mit dem 0-0 drin vorkommen. Ja, und also ich finde ja viel wichtiger, dass Dasing gegen Rinnenthal gewonnen ist hat. Eigentlich. Also ganz ehrlich. Aber ich, wie gesagt, also ich kann das natürlich nicht, ich kann das als ehemaliger Rinnenthaler nicht unterstützen. Also und auch mir geht es so, weil nicht nur der Tom bei Rinnenthal gespielt hat, sondern auch unser Freund Abi, eine Legende ist mit seiner ganzen Familie beim BC Rinnenthal. Und Abi ist bei Gott wirklich eine Legende da. Nicht nur, ja, also und nicht, nicht nur da. Mir ist er echt eine Legende. Vor allem, weil er ja mittlerweile die Tipkick-Fußballturniere in Serie gewinnt, die BC Rinnenthal immer veranstaltet, in eben jenem Heim, wo, glaube ich, auch Schneemassen oder was weiß ich was über den Tisch gehen. Gernauer Laternenmoss. Ja, ich habe schon auch mehr mit Rinnenthal. Ja, natürlich. Aber nichts von Ungut läuft, das ist. Ja, aber klar, TSV Dasing. Ich bin jetzt ab nächster Woche bin ich auch kein Dasing-Fan mehr, weil ich spiele nächste Woche gegen Fürner Berau, das ist mein Stadtteil. Also, dann ich jetzt wieder Dasing-Fan nächste Woche. Ah, du Zipfelhammerschmiedler. So, jetzt pass auf. Ich glaube, wir sind ein bisschen ins Labern reingekommen, das macht aber gar nichts. Wünschen euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder nach dem Heimsieg gegen Gladbach. Vielleicht direkt aus der Arena, je nach dem, wie die Stimmungslage ist, oder? Ja. Nein. Auch diesmal sage ich nein. Nein, du willst drüber schlafen, ne? Ich gucke wieder, Gott sei Dank, mit,
meinen Kumpels im Block. So, das ist mal Punkt 1. So, okay. Danach stelle ich mich nicht... Weil du halt noch einen Ruf zu verteidigen hast, ja. Den habe ich auch zu verteidigen und deswegen ist es für mich wäre es schon wichtig da irgendwie. Aber ich verstehe das, weil du machst ja diese Fußball, das Fußball-Dingens machst du ja auch beruflich. Ja, da machen wir es halt am Montag. Auch, aber auf der anderen Seite des Tresen und insofern also kann ich es schon verstehen. Ich würde es halt gern nüchtern machen. Dann machen wir es Montag. Also, ciao. Schöne Woche. Schöne Woche. Servus. Ciao. Bussi.